Hallo liebe Follower, super, dass ihr wieder dabei seid. Die nächste Folge Sprechstunde Hart steht an. Ihr fragt, wir antworten. Sandra Kaiser fragt, ob Urlaubs- bzw. Weihnachtsgeld angerechnet wird. Ja, hier ist es leider auch so, dass das Zuflussprinzip gilt. Das heißt, wenn du mit dem Dezember- oder Novembergehalt eben entsprechendes Weihnachtsgeld ausgezahlt bekommst, es auf deinem Konto eingeht, dann wird es im Rahmen des Hartz IV-Verfahrens berücksichtigt und angerechnet. In welcher Höhe angerechnet, das ist immer ein Einzelfall. Berechnung, die relativ kompliziert ist, da gibt es ja die Freibeträge, dazu haben wir auch schon sehr häufig was gesagt. Anne Wachtel hat noch nie vom Schnupperjahr gehört und obwohl sie mit ihrem Partner frisch zusammengezogen war, hat sie das Schnupperjahr vom Jobcenter nicht bekommen, das heißt, ist von Anfang an als BG eingestuft worden. Jetzt fragt sich, ob man das korrigieren kann. Ja, also wenn ihr noch im laufenden Schnupperjahr seid, dann kann man natürlich die aktuellen Bescheide korrigieren lassen, indem man Widerspruch einlegt, das ist möglich. So wie das bei dir klingt, ist es ja so, dass das Schnupperjahr schon abgeschlossen ist, also irgendwie zurückliegende Bescheide in diesem Zeitraum erfassen. Dann gibt es immer noch so eine kleine Möglichkeit, Überprüfungsantrag. Das heißt, wenn es im letzten Jahr gewesen ist, kann man einen Überprüfungsantrag stellen und muss dann halt detailliert darlegen, dass man zusammengezogen ist, als BG eingestuft wurde, aber ja gar keine BG ist, weil das sogenannte Schnupperjahr ja gilt. Claudia ist Mutter von 4 Kindern, lebt mit ihrem Mann zusammen. Ihr Mann hat eine Ausbildung begonnen und ursprünglich meinte das Jobcenter, er wäre damit aus dem Hartz-IV-Bezug raus. Jetzt hat er doch einen Termin bekommen zu einem Gespräch, konnte nicht erscheinen, weil er krankgeschrieben war und jetzt hat das Jobcenter ihn sanktioniert. Ja, zunächst einmal zu deiner ersten Frage, was die Sanktionen angeht. Das ist in jedem Fall rechtswidrig, wenn er krankgeschrieben ist. Du solltest in jedem Fall oder er sollte in jedem Fall Widerspruch dagegen einlegen, weil hier sind Erfolgsaussichten da, die Sanktionen zu korrigieren. Das heißt, in jedem Fall dagegen bitte vorgehen. Dann fragst du noch, was die Eingliederungsvereinbarung angeht, ob man die unterschreiben muss. Klare Antwort, nein, müsst ihr nicht unterschreiben, beziehungsweise eher nicht unterschreiben. Aber erstmal die Eingliederungsvereinbarung in Ruhe mit nach Hause nehmen, durchlesen. Vielleicht macht es ja Sinn, was da drin steht. Vielleicht kann man das auch eben entsprechend aushandeln. Das ist ja ein Vertrag und lässt sich Sachen reinschreiben, die für deinen Mann dann günstig sind. Das sollte man sich in Ruhe anschauen, aber klare Antwort, unterschreiben muss er es nicht. Das war die erste Folge 2018. Toll, dass ihr wieder dabei seid im neuen Jahr. Wir freuen uns auf die nächste Folge.